Gianmarco Vetter, 3:0 nach 1 Minute und 47 Sekunden. Hat er so etwas schon mal erlebt? Und was hat man da bei Rett auf der Spielerbank? Nein, selber erlebt habe ich es noch nie. Es ist wirklich ein guter Start. Sie sind gut aus der Kabine gekommen. Ja, nachher leider ein bisschen nah. Nachher haben sie noch zwei Golchenschüsse im ersten Drittel. Das war eigentlich noch schade gewesen. Schlussendlich haben wir Thierry Battellini, der U20-Nationalcoach, bei uns im Studio. Herzliche Gratulation zu der Nomination. Wie würdet ihr das Spiel heute analysieren, von eurem Team, aber auch von euch selber, die Leistung? Ja, zuerst mal vom Team eben einen sehr guten Start gehabt, nachher ein bisschen Mühe gehabt, vor allem ja, bis zum Mittendrittel. Nachher haben wir es ein bisschen wieder gefangen, wieder können ausgleichen und nachher leider im Penaltyschüsse verloren. Und von mir selber war es okay gewesen. Ein paar gute Aktionen gehabt, aber sicher geht noch mehr. Ihr habt im letzten Drittel auch in einer Linie mit dem Franciszek Rehak zusammengespielt. Er auch U20-Selektion, aber für die Tschechen. Hat er mit ihm auch schon über das geredet? Ja, sicher ist es zur Sprache gekommen. Ich freue mich für ihn. Ist gut, ja.